Ich begrüße euch, meine Lieben. So, ich bin bei den Sternzeichenlegungen und hier kommt der Ausblick für das Sternzeichen Skorpion für den Monat Oktober 2023. Ja, ihr seht hier schon auf dem Tisch vier verschiedene Lenormand-Decks. Als erstes lege ich jetzt hier an die Seite eine Karte aus dem Krafttier-Orakel-Deck. Das ist immer die Überschrift für den entsprechenden Monat. Und diese vier verschiedenen Lenormand-Decks, die stehen dafür, für die erste, zweite, dritte und vierte Oktoberwoche. Aus jedem dieser Decks werde ich drei Karten für die entsprechende Woche ziehen. Und zwar in der ersten Woche aus dem Epic Light Lenormand Deck, in der zweiten aus dem Mimando Lenormand Deck, in der dritten Woche aus Timos Lichtblick Lenormand Deck und in der vierten Woche aus dem Lenormand Deck Golden Magic Lenormand von Gabriele Mokros. Jeweils drei Karten. Das nimmt jetzt Zeit in Anspruch. Ich muss jedes Deck noch einmal durchmischen. Sie sind vorgemischt, aber ich muss sie noch mal mischen, bis die entsprechenden drei Karten rausspringen. Das heißt, ich werde für diejenigen, denen hier das Mischen zu lange dauert, einen Zeitstempel unten in die Infobox setzen. Das heißt, wenn ihr darauf klickt, seid ihr gleich bei der direkten Deutung der Legung. Und zum Abschluss der Legung ziehe ich noch eine Karte aus dem Deck Intuitionen von Martin Zoller. Das ist dann so ein abschließender Hinweis, unterstreicht oft das Vorgesagte für die vier Wochen. Ja, und ist immer so ein bisschen noch als krönender Abschluss. Also ich nehme die Intuitionskarten gerne so als Schlusskarten, weil die sehr aussagekräftig sind und ich festgestellt habe, dass die wirklich oft das Vorhergenannte unterstreichen. Einfach, dass man sieht, also da ist was dran. Das Gesagte hat Potenzial. So wie die Überschriftskarte für mich eben auch das verkörpert. Das heißt, die Überschrift ist für mich auch so ein Wegweiser, zu sagen, ja, achte darauf diesen ganzen Monat, was dir hier die Überschrift mitteilt. Die Überschrift aus dem Krafttierdeck. Also das sind so Sachen, die ich beide in dem Zusammenhang entsprechend gerne nutze. Ja, die vorgestellten Karten sowie all die anderen, die ich für meine sonstigen Legungen verwende, die findet ihr immer hier unter dem Link in der Infobox, da ist eigentlich alles aufgegliedert. Und ansonsten natürlich wie immer der Hinweis, es handelt sich bei mir grundsätzlich um allgemeine Legungen. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, das müssen sie aber nicht zwingend. Da muss jeder von euch auch sich so ein bisschen reinfühlen in das von mir Gesagte und erkennen, doch, sie meint das und das und das stimmt, das passt zu mir. Oder in einer Allgemeinlegung, es passt auch mal nicht zu mir. Was ich allerdings nicht als Grund empfinde, weil es ein-, zweimal, vielleicht auch dreimal nicht immer passend ist, dass ich gleich ein Abo in Frage stelle, beziehungsweise das Glöckchen gleich wieder inaktiv stelle und das Abo damit beende. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich denke, es gab ja mal einen Grund. Wenn ich mit einer Legung zufrieden war und damit mich gut identifizieren konnte, dann habe ich das Glöckchen aktiviert und habe gesagt, doch, das ist kostenlos, das ist keine Verpflichtung, aber ich werde immer informiert, wenn es neue Legungen gibt. Das war denn der Grund. Aber wenn ich das
gleich vielleicht nach ein, zweimal Enttäuschung wieder beende, dann ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist keine Kritik, um Gottes Willen. Jeder soll machen, wie er will. Aber ich kann es eben, wie gesagt, einfach nicht begreifen, weil ich, ja, mir fällt es einfach schwer, das umzusetzen, weil ich dann denke, naja, also entweder bin ich mit jemandem zufrieden und sage mir doch und nehme und berücksichtige natürlich auch, es ist eine allgemeine Legung, also erwarte ich ja auch nicht, dass es jedes Mal 1:1 auf mich zutrifft. Aber wie gesagt, nehmt es bitte nicht übel, dass ich das jetzt mal so habe einfließen lassen. Aber es hat mich schon so ein bisschen traurig gemacht, weil ich dachte, ich verstehe einfach nicht, dass man jetzt wieder, dass die Abonnentenzahlen jetzt wieder fallen. Mal sind sie hoch, dann gehen sie wieder runter. Ich kann es eben nicht so nachvollziehen. Ich kann der Denkensweise nicht so folgen. Aber trotz alledem muss noch erwähnt werden, ich bin glücklich über viele, viele meiner bestehenden Abonnenten. Für viele, die einen Daumen hoch mir immer wieder dalassen. Und ganz, ganz lieben Dank an all die Fleißigen, die hier wirklich so liebenswerte und herzliche Kommentare hinterlassen. Das ist meine Belohnung und dafür bin ich euch wirklich von Herzen dankbar. Und jetzt, genug erzählt, jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet die Skorpione. Wow, da haben wir den Drachen mit der Überschrift Befreiung, Entfesselung. Dynamische Kräfte helfen dir, dich zu entwickeln und von alten Fesseln zu befreien. Lerne, den Drachen zu reiten. Ja, vielleicht ist es bei vielen von den Skorpionen eine Zeit, ja, wo man das Gefühl hat, man ist gefangen. Man ist in einer Situation gefangen, man ist mit Personen gefangen. Man hat einfach so das Gefühl, ich muss mich befreien, ich kriege keine Luft. Ich muss mal was anderes machen. Und wir schauen mal, was hier die erste Woche für euch bereithält. Da haben wir das Herz, wir haben die Schlange und wir haben den Fuchs. Das würde für mich, in dem Fall werde ich auch beide Deutungen euch mitteilen. Und zwar zum einen können wir sehen, für viele von den Skorpionen können in der ersten Oktoberwoche Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Ihr könnt gesunden. Die Schlange ist nicht immer was Negatives. Ihr kommt raus aus Verstrickungen und ihr seid schlau genug, um euch von diesen besagten alten Fesseln jetzt zu befreien. Das wäre das erste Szenario. Das zweite wäre Negatives, nämlich, dass es hier in Herzensdingen bei dem einen oder anderen Diskussionen gibt, dass es Rivalen gibt, dass man Hinterlist zu erkennen kann, dass hier jemand nicht ehrlich ist aus eurem Umfeld. Und da sind wir genau bei dem, was ich eben die ganze Zeit erwähnt habe, nämlich zu erkennen, was trifft auf euch zu. Ist es das Positive, dass sich Herzenswünsche erfüllen können, dass ihr rauskommt aus Verstrickungen und dass ihr schlau euren Weg geht? Oder ist es das die andere Seite, dass euch jemand wehtut, dass es hier Herzschmerz gibt, dass es hier Rivalen gibt, die euch beeinflussen, hinterlistig sind, nicht ehrlich sind. Welches Szenario trifft auf euch zu? Wovon müsst ihr euch befreien? Das ist jetzt das, wo ihr mitdenken müsst.
Und die zweite Woche, da sehen wir das Haus, wir sehen die Lilien und wir sehen den Anker. Das heißt, in der zweiten Woche wird es dementsprechend Klärungen geben. Das heißt, ihr seid hier wieder in der Lage, in die Ruhe, in die Harmonie zurückzufinden. Auch in euren eigenen vier Wänden, in eurem Fundament. Das ist euer Leben. Euer Leben wird dargestellt und ihr seht, ihr kommt wieder in die Ruhe, in die Harmonie und ihr findet auch wieder eure Stabilität. Das heißt, ihr kommt an. Ihr findet wieder euren Hafen. Ihr findet genau wieder die Kraft. Ihr habt wieder die Kraft entwickelt, um hier diese Ziele zu erreichen. Und die dritte Woche, da haben wir noch einmal die Lilien, da haben wir den Bauch und da haben wir die Fische. Das heißt, diese Ruhe und die Harmonie, das wächst, das reift immer mehr in euch. Dieses Prozedere, das zu erreichen, diese Ruhe und Harmonie, das wächst. Das heißt, es ist kurz davor, umgesetzt zu werden. Umgesetzt zu werden, dass sich emotionale oder aber auch finanzielle Fülle bei euch zeigt. Das ist das Resultat dieser Frucht. Der Frucht, die hier im Bauch erkennbar ist. Das ist im Grunde genommen das Ergebnis. Wenn es hier durch den Bauch zu einer entsprechenden Geburt kommt, dann bringt diese Geburt emotionale oder aber auch finanzielle Fülle. Das heißt, in dem Moment, wo ihr euch hier von diesen alten Fesseln befreit, seid ihr auf dem richtigen Weg, um wieder in die Ruhe und in die Harmonie zurückzufinden und in diese Stabilität hier, auch in eurem Fundament. Und die vierte Woche, da haben wir den Bären, da haben wir noch einmal die Fische und da haben wir den Berg. Das heißt, ihr habt die Kraft und die Stärke, euch wirklich von diesen Fesseln zu befreien. Befreiung, Entfesselung war die Überschrift. Das heißt, ihr müsst euch jetzt selbst weiterentwickeln. Ihr habt die Kraft und die Stärke, wirklich diese Blockaden und Hindernisse endgültig aus dem Weg zu räumen. Denn ihr habt die finanzielle und die emotionale Fülle. Beides kann es euch ermöglichen, Blockaden und Hindernisse wegzuräumen. Emotionen können dazu beitragen, dass man Hindernisse aus dem Weg räumt, aber auch Finanzen, finanzielle Fülle kann dazu beitragen, dass man Blockaden und Hindernisse hinter sich lassen kann. Das heißt, hier ist etwas in der Geburtsphase, symbolisch gesehen, was euch diesen Weg ermöglichen wird. Ihr müsst ihn nur erkennen, ihr müsst ihn annehmen. Ihr müsst hier rauskommen aus euren Verstrickungen und schlau wirklich euer weiteres Vorgehen planen. Planen und somit erkennen, welcher der richtige Weg hier für euch ist. Das ist mit Sicherheit nicht immer der einfache Weg, der hier auf euch wartet. Ich glaube auch, dass es für viele Skorpione, ja, einige Schwierigkeiten bereithält, aber man sollte trotzdem auch das Endresultat betrachten. Das heißt, ihr könnt es schaffen. Und schaut euch mal an, was mich immer wieder fasziniert, und darauf habe ich ja vorhin hingewiesen, dass die Karten der Intuition immer das Gesagte unterstreichen. Das heißt, wir haben hier die Karte Verwirrung. Das ist jetzt eure Ausgangsposition. Die Ausgangsposition, wo man hier sagt, ihr müsst euch weiterentwickeln, ihr müsst euch von den alten Fesseln befreien,
Das ist natürlich, man ist jetzt verwirrt. Man ist auf dem Weg, hier neue Wege zu finden, sich aus alten Strukturen auch zu befreien. Und das führt natürlich automatisch zur Verwirrung. Das ist ganz normal. Und das Büchlein sagt, lass andere nicht auf dich einsprechen und dich durcheinander bringen. Zu viele Gedanken führen zu einem Durcheinander im Kopf. Verschließe dich für zu viel neue Informationen und bring erstmal Ordnung in dein Leben. Genau darauf läuft es hinaus. Identisch mit der ersten Karte. Ordnung in dein Leben bringen, hier befreien und entfesseln. Das ist hier im Grunde genommen der Hinweis. Du musst praktisch dich von alten Fesseln befreien und eine neue Richtung einschlagen. Das wird für die Skorpiongeborenen kein einfacher Monat, aber er hat auch vieles Positive in den letzten 2 Wochen für euch bereit. Erarbeitet in den ersten 2 Wochen den Weg dahin. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Kraft und trotzdem positiv in den Oktober reingehen. Ihr könnt es schaffen und ihr werdet es schaffen, denn der Skorpion ist auch ein Kämpfer und von daher wird er rausfinden aus der Verwirrung. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen fantastischen Monat Oktober und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder an meiner Seite seid. Alles Liebe für euch, bis bald.